Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing der April-Version der Goodiebox. Goodiebox, genau. Und wenn du Bock drauf hast, zusammen mit mir in dieses wunderschöne orangene Schätzelein reinzugucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe keine Ahnung, warum ich heute irgendwie so fancy-pantsy unterwegs bin. Ich habe, also vielleicht ein Stück weit schon, ich weiß es nicht. Ich habe heute mein Tinkerbell-Shirt an. Das habe ich mir mal vor anderthalb Jahren oder so bei Zara gekauft. Ne? Ich habe mir dann natürlich auch eine entsprechende Frisur gemacht. Dann habe ich heute die Dominique Cosmetics The Moment Palette auf den Augen. Die probiere ich gerade so ein bisschen aus. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein finaler Look oder so, ne, den ich jetzt so posten möchte, glaube ich. Das ist einfach nur so... Ich probiere mal so die Qualität aus und ja, genau. Dann habe ich einen neuen Hintergrund und zwar da vorne befindet sich jetzt endlich auch in der Originalversion die Erstausgabe von Sammys Buch. Mega geil, also ne, das ist, fand ich irgendwie witzig. Vielleicht wird das noch irgendwie beleuchtet. Kennt ihr das noch bei TV Total damals bei Stefan Raab? Da hat er ja immer diese CDs oder sowas auf so einen drehbaren Teller gestellt und dann so beleuchtet und so. Ich fand das immer total cool. Sowas würde ich mir echt hart für mein Buch auch wünschen, ne? Naja, könnt ihr auf jeden Fall im Pelletier Verlag kaufen, wenn ihr möchtet. Ich bin immer noch so glücklich, weil ich habe gestern erst tatsächlich Danny getroffen, das erste Mal. Und da hat er das alles vorbeigebracht. Egal. Ich bin eigentlich bei einem ganz anderen Thema heute, ne? Genau, Goodiebox. Da gucken wir mal rein. Das ist eine Box, die kommt aus Dänemark. Die kostet 19,95 € pro Monat und pro Box. Das ist eine monatlich erscheinende Beautybox, wo du 5 Beauty-Produkte drin enthalten hast. Mindestens, ne? Immer ein krasser Warenwert am Start und da sind halt auch interessante Marken mit dabei. Irgendwie andere Produkte und ich höre immer mehr von euch, dass ihr die Goodiebox als eure Lieblingsbox bezeichnet tatsächlich, weil die einfach ein bisschen anders ist, was ich cool finde. Die hat ja auch ein Schubladendesign, was eigentlich auch total geil ist, weil das ist ja immer das gleiche Format. Kannst du super weiterverwenden, habe ich auch neben mir in Anwendung, ne, dass ich das so mir drapiert habe. Und ich habe mittlerweile sogar einen Code bekommen, einen Link bekommen, der unten in der Infobox drin ist. Damit kannst du 10% auf deine erste Box sparen. Ne? Schau da gerne einfach mal vorbei. Und dann schauen wir mal in die Box rein. Also super wenig Verpackungsmaterial ist immer mit dabei. Auch der Karton, der hier drum zu ist, der passt hier halt ganz genau dran. Ne? Also das ist genau so. Und ja, hier haben wir dann einmal das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Hier sind die Produkte drin. Und da ist, wie gesagt, nicht wirklich viel Verpackungsmaterial, abgesehen von diesem Butterbrotpapier dran. Oh, ich weiß nicht. Kennt ihr das? Wenn die Sonne rauskommt und so, dann kriegt man irgendwie immer diese Niesattacken, wenn man ins Helle guckt. Und heute scheint die Sonne nämlich und ja, es ist verrückt. Okay, egal, reden. The Tips, Tricks and Trends Box, also quasi, ja, vielleicht haben wir hier Tools drin, ne? Tipps, Tricks und Trends, ja, kannst du 1:1 so übersetzen. Die Tipps, Tricks und Trends Box. Jeden Monat durchforsten wir die Welt, um genau die richtigen Produkte für dich und dein Happy Moment zu finden. Dabei lernen wir immer wieder etwas Neues, lassen uns inspirieren oder finden etwas, das uns einfach neugierig macht. Deshalb haben wir eine Box entworfen, in der wir unsere liebsten Tipps, Tricks und Trends, ich will immer Trends sagen, mit dir teilen. Tipps, Tricks und Trends gibt es vom No-Make-up-Make-up-Look bis hin zum Full-Face-Glam-Glow-Up. Ne? Heute habe ich mal ein bisschen draufgelegt. Wir sind überzeugt, dass dir die Goodiebox diesen Monat gefallen wird und wir hoffen, dass du deine liebsten Beauty-Hacks mit deinen Freundinnen teilst und mit uns, Team Goodiebox. Und dann gibt es hier noch einen QR-Code, den scanne ich jetzt auch mal direkt, weil da ist dann nochmal so ein bisschen mehr das Motto beschrieben und ein bisschen mehr Herzenskram, weil das, finde ich persönlich, macht die Box halt auch immer so ein Stück weit aus. Also dann nimmt man einfach die Handykamera, ne? Kann dann den QR-Code scannen und gelangt dann eigentlich direkt auf das digitale Booklet. So, genau. Und dann kann ich mal schauen, ob da vielleicht noch irgendwas mit beisteht. Oh. Nö. Er findet die Page leider nicht. This page could not be found. Das ist schade. Das ist echt schade. Dann mache ich vielleicht mein Unboxing zu früh oder so. Wir haben heute den 11. April. Dann ist es vielleicht einfach noch nicht online. Das ist dann ein bisschen schade, ne? Ich versuche es nochmal. Nee. Hat er nicht gefunden. Naja, dann müssen wir halt einfach mal so gucken, dass wir uns da selber so ein bisschen, ne, auch Zusatzinformationen und so weiter zu überlegen können. Weil, ja, und die Preise suche ich mir dann aus dem Internet raus. Ja, mal gucken, mal gucken. Schade eigentlich, weil das, ne, ist für mich immer eine Herzenssache. Aber gut, das kommt halt vor. Also ich öffne jetzt vorsichtig den Klebi, der das ganze Kram zusammenhält.
Und ja, hier habe ich dann einmal den Blick in die Box und ich sehe tatsächlich schon das ein oder andere Tool mit dabei. Und da starte ich doch einfach auch mal mit. Was ist das? Dotted Hair Towel. Ja, sowas mag ich. Moshi Moshi meint aus Dänemark. Ich verwende sowas wirklich immer. Immer. Immer nach dem Duschen und packe meine Haare da rein. Die trocknen dann schneller. Die fusseln mir nicht im Gesicht rum. Das wird nicht günstig sein, ne? Super Soft and Lightweight Hair Towel. Mache ich mal direkt auf. Und ich meine auch, dass wir von Moshi Moshi meint in der Goodiebox mal eins in so einem Altrosa drin hatten. Das habe ich immer noch, glaube ich. Das ist aber nicht mehr ein Altrosa, das ist mittlerweile fast grau bei mir, ne? Es ist so schön. Ja, guck mal, und das ist so groß. Also das feiere ich. Das feiere ich wirklich. Das ist voll mein Ding. Genauso ein Produkt verwende ich jeden Tag. Genauso was brauche ich jeden Tag. Und dann ist es cool, wenn du sowas halt auch in deiner Beautybox mit drin hast, ne? Die dich monatlich überrascht und deswegen finde ich das cool. Also manchmal hat man halt Produkte, die du kennst und die du auch sowieso schon verwendest. Und manchmal hast du hier Produkte drin, die halt neuartiger sind, ne? Ja, von der Haptik muss ich mal gucken. Das fühlt sich jetzt ein bisschen mikrofasermäßig an. Also sehr, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr nicht ganz so super weiche Hände habt, sondern so ein bisschen, dass da so Haut absteht. Und man dann so in dieses Material reingeht, dass es so kritsch macht auf der, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ist gerade der Fall. Aber ich lasse halt eh nochmal so ein bisschen in der Waschmaschine rumlaufen. Und sollte man, glaube ich, eigentlich nicht in Trockner tun, mache ich trotzdem. Ja. Ist wie das. Dann habe ich was von Naobai hier mit drin. Auch das ist für die Haare. Ein Glanzshampoo ohne Sulfate. Und das ist Vitamin and Shine. Mhm. Schön. 200 Milliliter sind hier drin. Naobai ist eine Marke, die wir ab und an auch mal in der Goodiebox drin haben. Da habe ich schon öfters Produkte, ne? Auch so ein Toner und so hatte ich schon in der Box mit dabei. Das war immer sehr angenehm, weil das sehr verträgliche Produkte waren. Ja, das riecht jetzt sehr zitrisch, ne? Das hätte ich mir wahrscheinlich auch denken können. Ich bin jetzt nicht der Ultra-Fan von zitrischen Düften, ne? Deswegen wird das hier nicht bei mir bleiben, bin ich ehrlich. Ja, aber es ist nicht schlimm, weil ich habe halt die Möglichkeit, sowas weiterzugeben. Ansonsten könnte man sowas auch im Rahmen der Familie oder im Freundeskreis weitergeben. Manchmal macht es auch Sinn, und das habe ich auch schon von anderen gehört, dass man solche Boxen halt gemeinsam abonniert, ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, Mutter und Tochter oder zwei Freundinnen oder sowas. Macht eigentlich auch Sinn und dann teilt man sich ja auch die Kosten. Dann habe ich hier was drin, und zwar von Urban Kind Antioxidant Day Cream mit Vitamin B, C, D und E, mit Malachiten, Ceramin, Kakao, Zizer und Pinienbark. Pinienkerne? Ich glaube schon, ne? Defense, Recover, Refresh, Resume. Was ist das denn? 20 Milliliter wahrscheinlich eine Gesichtscreme, oder? Das ist natürlich schwierig herauszufinden, weil ich habe kein Heftchen dabei. Ja, Daycream, Claudia. Lesen, Augen auf. Wow. Bei Vitamin C muss man immer ein bisschen aufpassen, weil das Ganze ja nicht ganz so stabil immer ist, ne? Also, ja, dass man da halt das vor Hitze und der Sonne schützt, ne? Aber das ist ja durch die Verpackung schon ganz gut gemacht. 12 Monate ist es wohl haltbar nach Anbruch und das hört sich eigentlich ganz gut an. Mache ich jetzt nicht auf und teste ich nicht, weil ich natürlich nicht weiß, ob ich das jetzt direkt in Anwendung nehme, weil ich habe aktuell zwei Cremes offen, eine für morgens, eine für abends, ne? Aber ich fände das sehr, sehr interessant. Vitamin B, weiß ich jetzt echt nicht, was das ist. Vitamin C ist ja wirklich dann für Strahlkraft. Vitamin D kenne ich eigentlich nur als das Sonnenvitamin, was dann ja quasi von der Sonne kommt. Vitamin E ist das Schönheitsvitamin, was alles irgendwie schöner machen soll. Malachit ist eigentlich eher so ein Stein. Ich weiß nicht, warum man sich einen Stein ins Gesicht machen soll. Gut, manchmal macht man ja auch diese Rollviecher, ne? Das soll ja auch helfen. Vielleicht hat das ja solche irgendwie Eigenschaften. Ceramide sind meistens auch sehr pflegend. Kakao ist wahrscheinlich für den Duft auch ein Stück weit. Ich wüsste nicht, was Kakao sonst auf der Haut macht. Zizer ist beruhigend und Pinienkerne, ich weiß nicht, was Bark jetzt heißt. Ich weiß nicht, die mag ich gerne essen. Ja, also hört sich wirklich interessant an und werde ich mir dann mal anschauen. Ne? Werde ich auf jeden Fall mal in meine Backup-Sammlung packen, weil ich das wirklich interessant finde. Dann habe ich was von einer teuren Marke, Fix & Rouge. Auch die finden wir öfters mal in Boxen drin. Habe ich aber ehrlich gesagt, bevor ich diese ganzen Beauty-Boxen bei mir habe, eintrudeln lassen, ne? Nicht gekannt. Keine Ahnung. New Page Fortify Blue Buffer. Weiß ich jetzt nicht, was das ist. Vegan and Sustainable Skincare. 1% wird für den Planeten irgendwie gespendet oder abgegeben oder was auch immer.
Dann hängen die mit Peter zusammen, was auch ganz cool ist. Also Peter Approved, Vegan Global Animal Test Policy, 30 Milliliter. Ja, weiß ich immer noch nicht, was für ein Produkt jetzt hier drin ist, ne? Müssen wir mal gucken. Nee, das ist auf jeden Fall ein Pflegeprodukt. Fortify ist doch wahrscheinlich stärkend, oder? Eine neue Seite, New Page. Dann wahrscheinlich ein Serum, ein stärkendes Serum. Ja, ich mache hier gerade ganz, ganz, ganz harte Geschichten, weil ich versuche, mir die Sachen selber zu erklären hier. Mit Niacinamin und Hyaluronsäure, das finde ich cool. Die Reduce Signs of Photo-Aging. Okay, also quasi Anti-Aging-Produkte. Das stärkt und beruhigt und weichzeichnet diese Hauttongeschichte. Buffers Against Daily Stress, also das beschützt gegen diesen täglichen Stress, den du so hast. Das hilft gegen Umwelteinflüsse und schützt vor Feuchtigkeitsverlust. Das steht hier nämlich auf Englisch so ein bisschen drauf, deswegen versuche ich das gerade grob zu übersetzen. Dann gibt es Feuchtigkeit, plumpt auf, beruhigt und zeichnet weich. Cool. Ja, enriched with delicious raspberry leaf. Raspberry ist Himbeerenblatt? Ist Raspberry Himbeere? Ich glaube schon, es müsste eine Himbeere sein. Und Aprikose und Limonenbalsam-Extrakt. Mhm. Jo, und das machst du? Before Moisturizing or Make-up. Genau, also wie ein Serum drauf. Schön. Ist bestimmt wieder relativ teuer, seine 40 Euro oder so, was das kostet. Ne? Fix & Rouge ist, wie gesagt, eine hochpreisige Marke. Dann habe ich hier das letzte Produkt drin und das ist von Gosh. Das kommt in Fullface Beauty Boxen rein, denn sowas haben wir selten in Boxen drin. Browlift Lamination Gel. Genau, das haben wir hier drin enthalten. Also quasi ein Augenbrauengel. Ja, warum nicht, ne? Scheint dann auch klar zu sein, weil jetzt hier nicht irgendwie groß eine Farbe draufsteht oder so. Also dann quasi, das kann dann auch jeder tragen, was ich gut finde, ne? Also ein transparentes Augenbrauengel. Mal hier auseinander. Oh, ich mag das, wenn solche Verpackungen so, ja, so angeraut sind, ne? Also wenn das nicht so glatt ist, sondern so matt halt. Finde ich irgendwie geil. Frag mich nicht, warum. Also weiß ich halt nicht. Brush in Cap. Okay, warte. Also hier habe ich eine... Hä? Also das ist halt die Bürste. Das sieht nicht ganz transparent aus. Stinkt ein bisschen. Aber hier steht irgendwas mit Brush in Cap. Ich weiß nicht, muss ich die Kappe dann... Oh, ja, genau. Da ist nämlich noch eine Geschichte mit bei. Die mag ich jetzt aber nicht so gerne. Ne? Also sowas verwende ich nicht wirklich. Dann werde ich wahrscheinlich hier diese... Genau, entweder zieht man das hoch oder man dreht es auf, ne? Dass ich dann diese Bürste hier verwenden werde. Seht ihr dann in meinen Full-Face-Beauty-Boxen, da sammle ich ja alle dekorativen Kosmetikprodukte aus den ganzen Beauty-Boxen des Monats zusammen und mache dann Full-Face-Schminki von. Und da gucken wir mal, was die Produkte so taugen und ob die anfängliche Eskalation in meinem Herzen es auch gerechtfertigt hatte. Genau, 6 Milliliter haben wir hier drin. Finde ich cool. Doch wieder 1, 2, 3, 4, 5. Echt gute Produkte. Ein Produkt, wo ich sage, da mag ich jetzt nicht so gerne den Duft, aber ganz ehrlich, benutzen könnte ich es trotzdem, ne? Also da würde ich jetzt nicht von umfallen, sage ich jetzt mal, weil theoretisch, es ist ein Shampoo, ne? Ja, ich mag halt nur nicht so Limonenduft, weil ich bin halt so ein Typ, wie ich bin. Nö, coole Box. Also, wie gesagt, 19,95 zahlt man dafür. Die Produkte bekommt man. Hast du eine schöne Pflege? Das Einzige, wo man sich beschweren könnte, wäre, dass man sagt so, hey, wir haben jetzt relativ viele, also wir haben 2 Haarprodukte, 2 Skincare-Produkte. Vielleicht wäre es cooler, irgendwie dann noch ein Körperprodukt anstelle von bla gehabt zu haben. Und das mit diesen Tipps, Tricks und, was war das andere nochmal? Also quasi Tipps, Tricks und Trends, genau. Ja, Trend, Browlift, Fix and Rouge, weiß ich jetzt nicht, was da Tipp, Trick oder Trend sein soll. Bei diesem Urban Kind kann ich mir vorstellen, eben wegen dieser ganzen, weil da so komische Inhaltsstoffe drin sind vielleicht. Bei dem Hair Towel sowieso, das ist ein Trendprodukt, aber bei dem Shampoo wüsste ich jetzt auch nicht, warum das ein Tipp, Trick oder Trend ist. Naja, ne, also Motto getroffen, vielleicht... Irgendwie schon. Bei manchen Produkten verstehe ich es nicht. Wahrscheinlich würde ich das verstehen, wenn ich das digitale Leaflet hätte. Was aber jetzt gerade leider noch nicht funktioniert. Da dumm. Egal. Ich freue mich trotzdem und bedanke mich herzlich beim Goodieboxen-Team, dass ihr mir die Box zugeschickt habt. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen.
Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!